Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen bei Lumpen Fashion. Nein, hallo und herzlich willkommen bei The Bus, der Busfahrersimulation, die sich gerade im Early Access befindet und wo man in Berlin Bus fährt. Ja? Und ich bin ja eine Berliner, ne, ich bin ein zugezogener Penner, den alle Berliner hassen wahrscheinlich. Aber ich wohne in Berlin und hier der Flughafen Tegel, der mittlerweile nicht mehr als Personenflughafen fungiert. Ich weiß gar nicht, was da abgeht. Da startet die Buslinie. Es gibt nämlich nur die eine. Wir können mal kurz auf die Map gucken. Wir starten bei Tegel. Haltestelle Flughafen Tegel. Das ist der TXL, den wir fahren. Eine berühmte Buslinie, die ich selber nie genommen habe. Über Buchholzweg. So, Beuseler Straße. Da wird es so langsam interessant. Da kommen wir so langsam in Richtungen, die ich kenne. Turmstraße, Beuseler Straße. Turmstraße kenne ich zum Beispiel. Hauptbahnhof kenne ich auch auf jeden Fall. Also die Straße hier kenne ich. Die befahre ich häufiger. Und dann fahren wir hier entlang. Hier bin ich auch häufiger. Also die Area hier kenne ich sehr gut. Invalidenpark, Robert-Koch-Platz, Charité. Ja, und dann geht es halt so zu dem klassischen, ne? Marshallbrücke. Hier ist Brandenburger Tor. Und dann geht es hier unter den Linden lang, über die, an der Staatsoper vorbei, über die Museumsinsel bis zum Alexanderplatz. So, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob die TXL-Verbindung hier die korrekte ist, die historische, aber wahrscheinlich. Hier ist der Hauptbahnhof. Hier ist der Hauptbahnhof. So, und die fahren wir jetzt ab. Und hier sind wir bei Tegel. Das ist ganz witzig, hier zu stehen, weil ich bin ja auch ein paar Mal über Tegel geflogen. Ist aber schon nicht 100% korrekt. Mir sind direkt Dinge aufgefallen. Ja, hier ist richtig, dass es hier so Dinge nach oben gibt. Aber eigentlich ist hier auch ein Zugang zu dem anderen Terminal da vorne, nämlich. Da ist noch ein Terminal. Von dem bin ich nämlich auch schon ein paar Mal geflogen. Aber eigentlich warten auch meine Fahrgäste, glaube ich, die gerade von sonst wo angereist sind. Hier in diesem Paralleluniversum, wo es den Flughafen Berlin-Tegel noch gibt. Ja, schönen guten Tag zusammen. Ja, 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 ich weiß, sie warten alle, aber ne, ich bin hier der Busfahrer, also Schnauze halten. So, wir setzen uns mal rein. So, wer will mitfahren? Achso, starte Bordcomputer. Ja, Moment. Das ist hier noch Early Access, also das hat noch lange nicht alle Funktionen, die man haben will. Sondern ist noch relativ früh am Start. Ach, guck mal, wir haben den Bordcomputer gestartet und jetzt können wir wieder... Oh, Sie sehen ja glücklich aus! Oh, klassische Berlinerin, würde ich sagen. Na, wo gab's gestern das Koks? Okay, was wollen Sie denn? Einzelfahrschein AB. Okay, kein Thema. Einzelfahrschein AB, drucken wir ihn. Dafür bekomme ich 3 Euro. Ich hoffe, Sie haben mir über 3 Euro hier hingelegt. Ne, 4 Euro sogar. Ja, dann kriegen Sie sogar 1 Euro zurück. Okay, sind alle drin? Gucken wir mal oben kurz rein. Sind sie auch alle nett zueinander? Hochauflösung. Okay, F11 heißt in dem Fall alle Türen schließen. Alter, das hat richtig geknarzt. Und wir legen los. Kann sogar sein, dass das hier so ein Elektrobus ist. In Berlin gibt es ja eine ganze Menge Elektrobusse. Oh, vielleicht habe ich ein wenig hohe Geschwindigkeit gerade gehabt. In Berlin als Busfahrer musst du ja die absolute... Ups, da war rechts die Wand. Musst du ja eiskalt sein. Da musst du richtig krass sein. Alter, wie er sich da reindrückt, aber der vor uns kennt auch Reißverschlussverfahren nicht besonders gut. Du musst eiskalt sein und jetzt gib es. Top-Comment ist wahrscheinlich Peter und Bus fahren. Als wenn der in Berlin schon mal Bus gefahren wäre, der Snob. Ja, bin ich. Sogar recht häufig. Bus ist eine meiner meistgenutzten öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin, denn da, wo ich wohne, bin ich sehr gut mit dem Bus angebunden und da kann ich relativ zügig... Komm, ich geh mal hier nach links. Ich muss gleich eh links wahrscheinlich. Kann ich relativ gut und schnell und günstig mit einem Elektrobus in den Teil Berlins fahren, in dem ich mich gerne aufhalte. So, jetzt müssen wir hier bei roter Ampel warten. Das ist ja schon mal richtig belastend. Alles gut da hinten? Geht's euch gut? Ne? Alle verhalten sich in Ordnung? Ah, lol, da habe ich ja dann auch noch mal... Habe ich da mehrere Kameraperspektiven? Oh, warte, jetzt müssen wir kurz wieder Gas geben, aber wir können ja währenddessen hier noch ein bisschen rumspielen. Modi, ne, da kann ich auf nichts drücken, leider. Aber sieht ja alles gut aus. So, wir fahren mal weiter geradeaus. So, wenn ich mit Bram geflogen bin, dann haben wir uns relativ häufig ein Mietwagen, also nicht einen Mietwagen genommen, sondern hier so ein Carsharing-Ding. Ne, Bram ist da immer gerne mitgefahren. Und dann konnte man vor unserer
Also bei uns in der Nähe, da gibt es halt relativ häufig Carsharing-Autos, wie in Berlin überall. Und dann kannst du einfach einsteigen und dann Party, Party. Und dann kann man die einfach beim Bus abgeben, ist auch relativ günstig. Und das sind auch alles Elektrofahrzeuge. Also die TXL-Verbindung habe ich nie benutzt. Aber meine Eltern. Schon mal. Oh ja, kommen Sie mal. Der Blinker nicht einfach ausgehen. Wir blinken hier mal schön weiter. Meine Eltern sind mal mit dem Wohnwagen nach Berlin gekommen. Und in Berlin gibt es nicht allzu viele Campingplätze. Einer recht nah an hier Tegel dran. Irgendwo hier auf der linken Seite oder noch weiter außerhalb. Ich weiß es nicht mehr genau. Und dann war die beste Möglichkeit, um mit den Öffis in die Stadt zu kommen, diese Busverbindung. Denn von Tegel aus gab es keine U- oder S-Bahn. Da gab es nur Busse, Taxen und jetzt halt seit einiger Zeit Carsharing. Aber schön geblinkt rechts natürlich auch. Also an die Straße kann ich mich aber sehr gut erinnern. Oh, da hat sich gerade grafisch aber einiges nochmal getan. So, aus dem Weg. Was, wie er einfach reinzieht? Ja, Taxifahrer sind auch eiskalt in Berlin. Hä? Ist der mit einem Fahrgast jetzt einfach tanken gefahren? Ich meine, wenn leer ist, ist leer. Was willst du machen? Bleib aber gerade auf der rechten Spur, weil ich nicht weiß, wann die Haltestelle Buchholzweg kommt. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht hundertprozentig, wie detailliert und originalgetreu das alles ist. Diese Tegel-Sache, die hat mich ja schon mal... Dass da dieser eine Zugang fehlte, der eigentlich recht offensichtlich ist, die hat mich ja schon mal verwirrt. Und ob die jetzt hier überall die Originalgeschäfte haben, das bezweifle ich auch mal. PKW, Barang, Barankauf. Ja doch, das passt schon. Was ist hier los? Wieso wird hier rumgepiept? Ich fahre 52, easy snack. Da vorne kommt die Bushaltestelle. Blink schon mal rechts. Geh schon mal auf die Bremse. Oh, hereinspaziert, die Damen und Herren. Kann ich irgendwas für sie tun? Ne, normalerweise sagst du als Busfahrer gar nichts, ne? Guckst einfach nur grimmig. Wobei, das stimmt auch nicht. Immer wenn ich in so einen Berliner Bus einsteige... Alter! Alles easy snack. Okay, das klang jetzt vielleicht nicht ganz so optimal. Immer wenn ich in so einen Bus einsteige, dann begrüße ich den Busfahrer immer ganz fröhlich. Hallo! Manche sind dann so voll überrascht und sind so mega happy und freuen sich und sagen Hallo zurück. Da könnte der, da irgendwo der Campingplatz vielleicht, na, wer weiß. Manche reagieren nicht so freundlich, aber die meisten sind dann eigentlich ganz happy, wenn man die so freundlich begrüßt. Die sind da, glaube ich, nur nicht gewöhnt. Aber ich mit meiner niederrheinischen Frohnatur. Na, dann läuft das schon. Hinten sieht auch noch alles gut aus. Bierwerbung passt. Ach, wir müssten uns eigentlich die Bierwerbung genauer angucken. Also die haben ja auch eine Early Access Roadmap online gepostet. Da gibt es viele Sachen, die noch nicht zur Verfügung stehen. Sowas wie Tutorial gibt es noch nicht. Oh, da ist die Potzilei. Was ist denn da los? Alles klar? Okay. Hier, der berühmte Supermarkt, wo Taxifahrer gerne abkürzen. Glaube ich, ist hier. Dann fährst du einmal über den Parkplatz und kommst dann hinten links auf der Straße aus. Also der Parkplatz hat zwei Zugangswege. Und da links kommst du dann irgendwo aus. Glaube ich. Ja, da hinten irgendwo. Und dadurch sparst du dir eine kurze Zeit, weil dann musst du hier nicht so blöd an der Ampel warten, sondern kannst einfach über den Parkplatz brettern. Nachdem Bram und ich das ein oder andere Mal das erlebt haben, als wir noch nicht in Berlin gewohnt haben, bei Taxifahrern, haben wir uns das eventuell angeeignet mit unseren Carsharing-Autos. Diesen kleinen Trick. Man muss ja lernen von den Leuten, die mehr wissen als man selber. Hier ist eine Autobahnzufahrt. Diese Brücke, weiß ich nicht, wie die heißt. In Berlin gibt es irgendwo eine Föhrerbrücke und da muss ich immer kichern, wenn ich diese Föhrerbrücke sehe. Ihr könnt euch denken, wieso. Kann ich hier eigentlich auch funken? 0852 und drücken. Oh, scheiße, haben wir grün. Oh, fuck. Jedes Mal, wenn ich weggucke, kommt hier grün. Wie unlucky ist denn das?
So. Okay, ob das jetzt, das sieht alles nicht so 100% originalgetreu aus, muss ich sagen. Fängt an zu regnen. Und wir gehen mal schön auf die Busspur. Boah, diese Wettereffekte hier bei The Bus. Die sind ja sick. Wait, müssen wir gleich wieder rück. Da ist rote Ampel. Alter, hier geht's richtig ab. Müssen wir gleich wieder zurück? Nee, das kann ja nicht. Das wäre mega dämlich geplant dann. Wir bleiben schön auf der Busspur. Da ist nämlich auch schon die nächste Haltestelle. Überall Bierwerbung, voll gut. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich die Brücke hier auch kenne. Boah, wie er einfach an uns vorbeigebrettert ist. Ja, schönen guten Tag. Ach, guck mal, keiner will was von mir kaufen. Ich hoffe, sie haben alle, ne? Hier. Shit. Und damit meine ich Fahrkarten. Wir fahren mal weiter. Ja, die Linksabbiegerspur hier zum Beispiel kenne ich. Ups, das war vielleicht eine rote Ampel. In meinem Kopf sind wir gerade in Moabit, aber ich kann auch komplett falsch liegen, ehrlich gesagt. Ich glaube, bei der Aral habe ich schon mal getankt, ey. Bin ich 100%ig sicher. Gleich werden wir irgendwann an den Moment kommen, wo ich wieder weiß. Ja, da! War ich auch schon mal. Was steht da eigentlich? 1.6.21, 12.06 Uhr, 4 Kilometer, 0,1 Stunden. Oh, was steht da? Turmstraße, Beustelstraße. Ja, das passt ja alles. Gucken wir doch mal auf die Map. Ja, sieht ja alles richtig aus soweit. Sieht ja alles gut aus soweit. Also Aral ist ja schon offiziell, ne? Schön noch mit Ultimate. Tanke ich auch immer. Ich habe ja nur so einen Vierzylinder in meinem Auto. Ja, lass dich mal schön vor. Dann denke ich mir immer, ja, den musst du mit dem guten Scheiß füttern. Sonst geht der dir kaputt. Bin ich da jetzt gerade schon wieder irgendwo gegengedöpft? Turmstraße, Beustelstraße. Hier ist doch vor allen Dingen eine 30er-Zone. Das ist auch nicht so optimal. Wir können übrigens... Ups. Nee, dat, ich wollte kein Feedback setzen. Ich wollte auf die 1 drücken. Aloy, wir haben so einen langen Bus. Oh mein Gott, dann habe ich überhaupt nicht gecheckt. Vielleicht sollte ich nicht in der externen Perspektive fahren. Wir haben ja so einen Ziehharmonika-Bus. Das ist ja sick. Okay, warte mal. Ich muss hier gerade ausfahren. Ich stelle mich einfach mal hier an. Ich hoffe, das ist keine Linksabbiegerspur. Ja, vielleicht sind hier aber auch zwei Linksabbiegerspuren. Wer weiß das schon? Ja, ich muss hier auch links. Ja, guck mal an. Klicken wir doch mal links. Hey, wieso führt er mich nach da hinten? Ich muss mal kurz auf die Map gucken. Hey, wieso führt er mich in Umweg? Ist er komplett verwirrt? Mein Navi ist verwirrt. Aber das passiert in Berlin schon mal. Da, guck mal. Ja, alle steigen vorne ein, so wie sich das gehört. Hä? Oh, scheiße, ich bin ausgestiegen. Ups. So, will jemand von euch was? Nee. Keiner will was kaufen. Naja. Ah, kriege ich noch hier, Schlawiner. Ich glaube, ich kann aber nicht die Fahrkarten kontrollieren. Oder warte mal, probiere ich mal. Wir haben gerade die rote Ampel. Kurz aussteigen. So, Fahrkarten dabei. Das sieht irgendwie nicht so 100% gesund aus, was die da mit dem Handy machen. Wie alle das Handy rausholen, wenn ich vorbeikomme. Okay, du nicht, du hast kein Handy. Ja, traurig. Okay, hier sind die Zwillinge am Start. Window open or close mit linke Maustaste. Ja, ich kann die Fenster aufmachen. Ja, wird mal schön was. Okay. Dann fahren wir halt weiter. Schnell noch über die Gelbphase drüber. Puh, das war knapp. Ich mache das hier, glaube ich, immer ein bisschen zu scharf. Ich vergesse immer, dass wir... dass ich doch so einen recht langen Bus habe. Gib Gas! Gute alte TXL.
Oh nein, hier ist wieder rot. Humana. Also, Chat, ne, falls ihr hier irgendwo wohnt in der Nähe oder den TXL häufiger benutzt habt, könnt ihr mir ja mal sagen, wie originalgetreu das hier alles ist. Oh, grün! Sieht auf jeden Fall alles ganz cool aus. U-Bahnhof Turmstraße. U-Bahnhof Turmstraße. Ich wohne ja jetzt schon seit über 2 Jahren in Berlin. Oder ne, stimmt nicht ganz. Nicht seit über 2 Jahren. In diesem Monat sind es 2 Jahre. Oh, krass. Sick, oder? Fühle mich hier auch ganz wohl. Das Problem ist so ein bisschen, wir, also meine Freundin und ich, haben uns hier so echt gut eingelebt. Gut, wir haben jetzt nur ein Jahr Berlin so richtig erlebt und das andere Jahr war halt Corona. Aber wir haben uns jetzt mal so vorsichtig herangetastet, dass wir uns überlegen, doch mal nicht nur zur Miete zu leben, sondern dass uns vielleicht auch mal was gehört, damit wir mit der Küche machen können, was wir wollen und so was alles. Wir sind ja beide quasi auf dem Dorf groß geworden. Das ist irgendwie ein schwieriger Kompromiss in Berlin zu finden. Das ist einfach nur krank. Keiner will was kaufen. Ich bin komplett überrascht. Dann fahren wir einfach mal weiter. Aus dem Weg! Oh, hier ist wieder grün. Vor allen Dingen hätte man natürlich gerne sowas wie einen Garten. Vor allen Dingen meine Freundin, die würde sich da gerne sehr drüber freuen. Ich würde mich auch sehr drüber freuen, wenn wir einen Garten hätten und sie sich dann darum kümmert und ich einfach den Garten genießen kann. Aber ich glaube, das wird eine Entweder-Oder-Entscheidung werden müssen. Ich frage mich, wie das so ist. So in Berlin kannst du das ja einfach komplett knicken. Also entweder, ja, okay, man lebt halt auf immer und ewig auf für Miete in der Wohnung. Oder man bleibt nicht in Berlin. Ja, das kenne ich hier. Das kenne ich. Hier musste ich mal hin, um Post abzuholen, wo ich mir dachte, Alter, das ist am Arsch der Welt. Das ist never ever ist das mein Einzugsgebiet gewesen. Ja, musste ich bis da. Das war richtig schrecklich. Da war so ein Riesenpaket und habe ich versucht, das auf so einem Elektroroller wieder zurückzufahren. Das hat nicht mal ansatzweise funktioniert. Das war eine absolute Oberkatastrophe. Aber immerhin hat es nicht geregnet. Hier gleich müsste irgendwo links das Gefängnis sein. Hier ist ein Kloster, glaube ich, oder sowas ähnliches. Und dann kommt gleich eine Vollzugsanstalt oder wie auch immer das bedeutet. Oder heißt, genannt wird. Hundeparadies. Pforte 3. Das klingt alles so, als könnte das sehr gut passen. Warsteiner, Schultheiß, Hertha BSC. Das kommt mir hier doch alles recht echt vor. Das ist so ein abgefahrenes Gefühl, wenn du durch so ein Spiel läufst und fährst und du denkst, jo, da war ich auch schon. Das ist ja krank. Das ist wahrscheinlich ein Schritt zu weit, wenn du dir jetzt darüber nachdenkst, hier irgendwie so einen Shooter reinzusetzen oder sowas. Aber fände ich auch mal ganz witzig. So ein Battle Royale Berlin. Originalgetreu. So ein Stadtviertel. Ist vielleicht nur für Berliner cool. Aber ich finde es mega geil. Aber dann kommen wir natürlich direkt wieder, dass man da dann, keine Ahnung, lernt, wie das dann in echt zu machen ist. Wobei wir schon lange keine... Hier ist die Gefängnis. Hier links, Gefängnis. Ha! Schon länger keine, Gott sei Dank, keine schlimmen Gewalttaten. Hauptbahnhof. Die irgendwie von Computerspielen, wo Computerspiele für verantwortlich gemacht werden würden. Mehr so politische Gewalttaten. Das macht es nicht besser. Alter, wie er einfach... Boah, Alter, wie der LKW Gas gegeben hat. Der ist hier noch voll hinten drauf gefahren. Wir müssen gleich links. Das ist so eine Linksabbiegerspur, wo... Das sind 2 Linksabbiegerspuren, glaube ich. Aber danach kommt direkt wieder eine Ampel. Also das ist quasi... Oh, shit! Wir sind eventuell in einem... Alter, der LKW ist dem aber auch so richtig draufgefahren. Holy shit. Wir stecken in einem LKW drin. Hier ist gerade viel los. Ich versuche mir mal einen Überblick zu verschaffen. Oh ja. Die LKWs stehen dicht an dicht. So, seht ihr das? Wir müssen da gleich über die Ampel, aber dann kommt direkt die nächste Ampel. Und wenn wir da drin stecken bleiben, dann blockieren wir die ganze Kreuzung. Das heißt, wir dürfen nur über die Grün fahren, wenn das auch wirklich passt alles. Und dann sind wir auf der Straße, auf der auch der Hauptbahnhof ist. Alter, ich bin schon voll der Kenner in Berlin.
bin voll der Kenner. Grün. Jawohl. Das hat ausgezeichnet funktioniert. Hier dürfte rechts eine Busspur sein, die natürlich zugeparkt ist. Klassiker. Das ist ja eine Katastrophe hier wieder. Gleich kommt ein Aldi auf der rechten Seite, wenn ich mich recht entsinne. Hier. Ist doch cool. Das ist ja mega cool. Motel One da links. Ich gehe mal. Ist das eine Busspur hier rechts oder ist das eine Rechtsabbiegerspur? Alter, und der Bremsweg ist aber auch eine Ansage. Sicher, ob wir jetzt auf einer Rechtsabbiegerspur sind oder nicht. Wir müssen gleich auf jeden Fall beim Hauptbahnhof halten und Hauptbahnhof ist auf jeden Fall Killer. Ich versuche mich hier mal zu vorbeizu. Ich meine, hier kommt eine Rechtsabbiegerspur. Ja, scheiße, das steht auch noch geradeaus, wa? Das ist natürlich belastend. So, mal gucken, ob sie den Hauptbahnhof korrekt hingekriegt haben. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Da sind natürlich auch gerade wieder 1000. Kommt hier die Rechtsabbiegerspur? Ja, hier kommt die Rechtsabbiegerspur. Okay, dann war ich einen zu weit. Mein Fehler. So, hier rechts geht's in den Tunnel rein. Genau, da hinten sind die Treppen und da ist die Polizei auch. Passenderweise steht da sogar gerade ein Polizeiauto. Da ist nämlich die Hauptbahnhofspolizei. Das ist auch eine Dienststelle von denen, glaube ich. Aber du kannst hier rechts mit dem Auto sogar rein. Das ist, glaube ich, aktuell nicht möglich. Der Hauptbahnhof ist ja immer noch eine riesige Baustelle in Berlin. Und da kannst du... Nee, du kannst da nicht rein. Da kommen nur die Taxen raus, oder? Da unter der Brücke stellen sich immer die Taxen an und warten, um dann da vorne, da wo das Taxisymbol steht, die Leute abzuholen. Da hinten stehen die dann immer. Da hinten war ich mal in einem Hotel, als ich ins Bundeskanzleramt musste. Bundeskanzleramt. Ja, da. Ja, doch. So. Hier ist aber alles schon fertig. Ne, ist noch nicht fertig. Da vorne ist immer noch Baustelle. Ja, nicht immerhin. Hä, wo ist denn hier die Bushaltestelle? Da? Da ist doch gar keine Bushaltestelle. Aber tatsächlich, hier ist immer noch Baustelle. Aber hier ist keine Bushaltestelle. Aber da hinten fahren Autos rum. Das geht nicht. Warte mal. Will jetzt jemand was? Ah, hier will sogar jemand was. Okay, du willst einen Einzelfahrschein ABC. Bist du denn auch lieb gewesen? ABC, hier, zack, bar. So, Tickets drucken. Und was kriegst du wieder? 20 Cent. So, hier. So, und jetzt verpisst. Aus Versehen die falsche Taste gedrückt und die Aufnahme beendet. So, weiter geht es. Hier rechts kannst du aktuell nicht reinfahren. Oh, ich muss mal hier. So. Hier rechts kannst du aktuell nicht reinfahren. Da lassen Leute gerne ihre Freunde raus und so, die zum Hauptbahnhof müssen, weil da so eine leichte Einkerbung ist. Aber da ist überall Baustelle sonst. Oh, da ist auch Baustelle. Yo, da hinten ist noch so ein übergangsweise Busparkplatz. Oder Bushaltestelle. Die haben die da übergangsweise hingemacht. Da habe ich schon mal gesehen, wie ein Busfahrer auf Toilette gegangen ist. Hab ich mich immer gefragt, wie geht ein Busfahrer auf Toilette? Ja. Und da ist so ein kleines Häuschen. Und wenn die da müssen, dann haben die so einen Schlüssel dafür. Und dann können die einfach in dieses kleine Häuschen gehen und da ist ein Klo drin. Und dann war auch dieses Mysterium gelöst. Ach scheiße, ist noch kein Grün. Huch, jetzt. Wenigstens der Hamburger Bahnhof. Ist ein Museum. Oh, ups. Hier rechts sind eigentlich Rossmann und Edeka oder Edeka zumindest. Irgendein Supermarkt ist da eigentlich. Invalidenpark. Ja, Invalidenpark. Hier links, Wirtschaftsministerium, war ich auch schon. Habe ich an der Podiumsdiskussion teilgenommen. Von Mr. Altmaier. Also der war nicht da, aber das Wirtschaftsministerium wurde ja gerade von ihm geführt.
Und hier ist mega nervig, selber mit einem Auto vorbeizufahren. Hier ist der Invalidenpark. Das ist voll strange. Da waschen manchmal Leute ihre Wäsche. Das ist ganz wunderbar. Mitten in diesem Wasser da, von diesem Brunnen. Da hinten durch, da irgendwo ist so ein super eckiges Gebäude, was super dunkel aussieht. Das ist der Bundesnachrichtendienst. Das Gebäude sieht halt richtig, richtig böse aus. Das war halt richtig böse. Das ist hier gerade so eine kleine Rundfahrt. Berlin-Rundfahrt. So, wie lange folgen? Ah, wir folgen der Invalidenstraße gar nicht so lang. Wenn wir ein bisschen gefolgt werden, dann wären wir halb an meinem Lieblingsrestaurant vorbeigekommen. Dem Katz Orange. Aber stattdessen fahren wir rechts zur Charité. Hier rechts geht's zur Charité. Wo ein gewisser Herr Drosten aktuell... Ups. Hoppala. Da, Charité. Und das Robert-Koch-Institut ist hier ja auch, stimmt. Ja, ja. Berlin ist der Nabel der Welt, Freunde. Schönen guten Tag, schönen guten Tag, schönen guten Tag. Das ist schon echt witzig, hier so einfach durchzufahren, obwohl man hier selber schon das ein oder andere Mal durchgelaufen oder durchgefahren ist. Oh, hier ist eine 30er-Zone. Jo, hier laufen immer Patienten rum, die dann hier von einem Gebäude zum anderen müssen oder so. Ich selber war noch gar nicht in der Charité, muss ich sagen. Bin immer nur dran vorbei. Charité Campus Mitte. Ja, der Campus ist ja auch, der ist aber eher rechts von uns. Da ist so ein abgesperrter Bereich, wo ich das ein oder andere Mal schon durchgefahren bin. Aber da sitzt dann häufig, also mit dem Fahrrad oder so, aber dann sitzt da häufig so ein Typ, der da nicht so happy ist drüber. Der an so einer Schranke. Ich denke mir halt, ja, ich sehe doch aus wie ein Student. Er sagt auch selten was. So, will jemand von euch was? Nee, alles klar. Mal gucken. Da rechts irgendwo. Oh, ich muss hier den Bussen ausweichen. Boah, da hat sich aber gerade die Tageszeit massivst verändert. Auf einen Schlag. Ne, hier rechts. Oder? Ach, ich weiß auch nicht mehr. Ne, hier rechts nicht. Da hinten ist Brücke über die Spree. Jo, das ist halt original. Hier die BB-Bank. Die ist da auch in echt. Marschallbrücke. Ich weiß, dass hier auch ein Friseur ist, aber den habe ich jetzt hier nicht gesehen. Ist ja witzig. So, hier ist die Marshallbrücke. Hier kommen wir vorbei am WDR. Ah ne, hier ist die Marshallbrücke noch nicht. Die kommt da hinten erst. Aber erstmal haben wir hier nochmal hier so ein paar Leute, die wir mitzunehmen haben. So, schönen guten Tag. Ja, ja. Mal ein bisschen schneller hier. Sehr gut. Oh, hier drin ist schon deutlich angenehmer von der Soundkulisse. Da, ARD Hauptstadtstudio. Da ist die Spree. Wunderbar zum dran vorbeispazieren immer. Da vorne, oh, ich blink noch. Da vorne, Reichstagsgebäude. Paul-Löbe-Haus. Wunderschön. Ich liebe Berlin, ja. Ich finde das echt wunderbar. Ich finde Berlin halt echt schön. Für die meisten Leute finden Berlin ja super hässlich. Ich finde Berlin echt schön. Und jetzt kommen wir sofort auf unter den Linden. Brandenburger Tor. Ja, rechts ist Brandenburger Tor gleich. Können wir einen Blick drauf werfen wahrscheinlich. Wir müssen hier links abbiegen. Das war mal ganz interessant, da der Durchgang vor uns, der kann easy gesperrt werden. Also die Straße, wenn wir jetzt über die Straße fahren würden, weiter geradeaus, kann easy gesperrt werden durch Pöller, die hochfahren. Aus Sicherheitsgründen nehme ich mal an. Hier steht übrigens rechts immer Polizei. Hier ist auch die Europäische Kommission. Hier sind auch überall Botschaften. Und hier ist immer Polizei, ganz viel Polizei. Und da rechts, Brandenburger Tor, warte. Da hinten, da, Brandenburger Tor, wuhu. Ich muss hier links. Oh, die Pölle sind sogar oben. Die Pölle sind oben. Moment, Fehler wurden begangen. Ein bisschen unlucky gewesen. Habe ich vom Brandenburger Tor ablenken lassen.
So. Oh Gott, ja, und jetzt sind wir hier bei unter den Linden. Hier ist, glaube ich, gerade gar nicht so eine Großbaustelle. Ich glaube, hier kann man einfach entlang laufen. Aber hier ist immer viel Baustelle. Da hier ist auch irgendwo Café Einstein. Oh, scheiße. In der externen Perspektive fahre ich so nicht so gut. Ich bin voll abgelenkt von den Sehenswürdigkeiten. So eine Kacke. Kommen Sie hier rein? Ja, funktioniert. Sehr gut, Dankeschön. Entschuldigen Sie, kleine Fehler sind mir da passiert. Aber wir sind hier noch in einer Early Access Variante, deswegen passt das. Hier, unter den Linden finde ich auch eine wunderschöne Straße. Ja, mit den Baustellen und so weiter und so fort natürlich nicht. Aber wir kommen jetzt hier noch gleich vorbei an der Universität. Wir fahren über die Museumsinsel, wunderschön. Rechts kommt, glaube ich, auch noch ein Platz, der zur Universität gehört oder so, den ich auch ziemlich schön finde. Da ist aber auch eine Kirche. Und irgend so ein mega teures Hotel für Influencer. Da war ich aber noch nie. Aber ich kenne da so manche Instagram-Influencer, die da schon mal untergekommen sind. Irgendwas mit einem italienischen Namen. Aber habe ich wieder vergessen. Fuck. Wait, ist da Café Einstein? Ja, da ist Café Einstein. Hat einen bestimmten Ruf, das ist sehr bekannt, ist Kult und hat den Ruf, dass da zumindest früher sich immer sehr viel die Politiker getroffen haben, mit Lobbyisten auch, und dass da immer sehr viele Deals ausgehandelt wurden im Café Einstein. Café Einstein wurden immer wichtige Entscheidungen getroffen. So, ich weiß nicht, ob dem noch so ist oder ob dem überhaupt jemand so war, aber den Ruf hat es zumindest. Und da, als meine Schwester mich mal besucht haben, haben wir uns davor gesetzt und ein bisschen Leute geguckt. Das war noch vor Corona. Schönen guten Tag, hallihallo. Dass die hier auch alle keine Masken aufhaben, ne? Das macht einen ja so ein bisschen wahnsinnig. Oh, das ist gerade erst raus. Ich hoffe, nicht mehr Leute wollten raus. Die Nummer ist jetzt halt durch. So. Komm langsam auf den schönen Teil der hier links Universität. Der ist natürlich leider aktuell immer noch sehr im Bau. Hier links, Uni. Rechts der Platz, den ich meinte. Und da ist das Hotel. Aber da steht nichts dran. Ne? Ist ja belastend. Okay, kein Thema. Da vorne ist unser Ziel. So in der Nähe vom Fernsehturm beim Alexanderplatz. Hier ist super geil. Hier sind super viele Museen. Ah, hier ist so hübsch. Ich war noch gar nicht in so vielen Museen hier, muss ich sagen. Aber von außen sieht es so hübsch, bin ich schon ganz häufig dran vorbeispaziert. Wir kommen gleich auch auf der Museumsinsel. Ist der Pokémon Go Hotspot in Berlin. Ja, schönen guten Tag, schönen guten Tag, schönen guten Tag. Ja, okay. Ich hoffe, alle sind raus. Jetzt ein Pokémon Go Hotspot. Hier, wichtiges Museum auch. Hab den Namen nur gerade vergessen. Deutsches Museum oder so. Hier ist noch ganz viel Baustelle. Was jetzt hier gerade gar nicht Baustelle ist. Das ist ein bisschen belastend. Und hier. Hier beim Lustgarten, da ist Pokémon Go Hochburg. Hier ist richtig nice. Das sieht auch in Wahrheit ein bisschen anders aus. Und da ist ein fetter Brunnen in der Mitte. Da auch wunderschönes Gebäude. Und da, wenn so Community Days sind, reisen wir manchmal bis da, weil es hier sowieso schön ist. Da unten ist das DDR-Museum. Da unten. Das ist hier einfach voll die Berlin-Tour mit dem zugezogenen Peter, der seit 2 Jahren in Berlin wohnt und wahrscheinlich die Hälfte falsch erzählt. Ich entschuldige mich bei allen Berlinerinnen und Berlinern, aber mein Excitement ist einfach vorhanden. Hier ist mehr so Touri-Ecke, finde ich. Also hier so die ganzen Läden, die dann so an dem Straßenrand sind, finde ich nicht so geil. Sehr Touri-Ecke. Und das habe ich schon als Touri gedacht, dass das nicht so geil ist. Und da vorne rechts ist quasi so ein Vorplatz vor dem Fernsehturm. Da kann man halt, wenn du halt von der Museumsinsel kommst und so einen Spaziergang machst oder vom Brandenburger Tor kommst zum Beispiel, einen Spaziergang machst, einmal unter den Linden entlang, über die Museumsinsel und dann hier rechts, dann würde ich halt nicht die Straße hier weiter entlang gehen, sondern ich würde dann mich hier rechts über den Platz bewegen, ehrlich gesagt. Das ist ganz geil. Irgendwo da waren wir mal bowlen, glaube ich.
Berlin ist so riesig, aber irgendwie auch klein. Ja, alle raus. Guck mal, diesmal lasse ich auch wirklich alle raus und warte nicht eine halbe Ewigkeit. Und warte nicht gar nicht. Hä, wie viele gehen denn da raus? Die spawnen doch da. Das ist fake. Ja, jetzt sind alle durch. Ja, das ist auch so ein komisches Gebäude. Das ist mittlerweile auch ganz schön dreckig, dieses mit diesen komischen Spitzen. Das ist quasi das Fundament von dem Fernsehturm. Da war ich noch nie oben drauf, im Fernsehturm. So, und sofort kommen wir zum Alexanderplatz. Ja, hier rechts. Da ist die Galeria Kaufhof. Da hast du auch die Weltuhr irgendwo, aber die sehen wir jetzt, glaube ich, nicht. Hier ist... Oh, wir fahren hier vollkommen über Rot drüber, fällt mir gerade auf. Ne, hier ist noch nicht der richtige Platz. Versteckt. Alexanderplatz bin ich gar nicht so häufig. Finde ich auch gar nicht so geil, ehrlich gesagt. Aber ich bin ja jetzt auch nicht so der Shopper, der dann fett shoppen geht. Okay, wie viele Leute kommen da bitte raus? Das ist wie so ein Clowns-Auto. Das ist jetzt gut. Reicht. Oh, jetzt müssen wir nach links. Wir haben sogar grün. Schnell. Hä? Hier geht's nicht weiter. Ich glaube, das war die Tour. Ja, wir haben die Tour erfolgreich abgeschlossen. Jetzt geht es quasi wieder in die andere Richtung. Aber die Tour ist beendet. Sind hier noch Leute drin? Einer. Ja, es tut mir leid. Ich muss mal weg. Schönen Tag noch. Ey, jetzt könnte man theoretisch den ganzen Weg auch zu Fuß gehen, aber dann sieht es wahrscheinlich noch hässlicher aus. Wer hat so ein Auto? Können wir auf den Alexanderplatz gehen? Können wir springen? Oh, wir können sogar springen. Aber wir können leider nicht sprinten. Schnell, schnell, schnell. Wir wenigstens noch gucken, ob man auf den Alexanderplatz gehen kann. Wenn der schon ein bisschen witzig wäre. Ja, hallo! Schönen guten Tag! Hallo! Hui! Easy Snack. Curry-Egg. Currywurst geht auch immer. Ich habe viel zu wenig Currywürste hier in Berlin gegessen. Dabei können die das doch so gut. Die Currywurst, die können sie. Döner können sie auch. Ich habe auch viel zu wenig davon gegessen. So. Ist das hier wirklich so dick? Ne, hier kommt man auch nicht durch. Okay, haben sie nicht gemacht. Egal. Das war The Bus. Ich fand's cool, ehrlich gesagt. Euch da mal so zeigen und meine Erfahrungen mit euch zu teilen. Es ist jetzt hier wirklich sehr reiseführermäßig von einem inkompetenten Typen gewesen. Aber vielleicht fand ich jetzt ja trotzdem irgendwie unterhaltsam und cool. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.